Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Biomutant-Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr an eine der stärksten Waffen im Spiel kommt, ein ultimatives Schwert mit einem 7-Sterne-Rating. Gleichzeitig schließt ihr dabei noch eine Trophäe ab. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Holy13Gaming. Mein Name ist Sebastian und hier dreht sich alles um Open-World-Games, RPGs und Looter-Shooter sowie Biomutant. Wenn du da Bock drauf hast, bleib doch super gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Und heute schauen wir uns eins der stärksten Schwerter im Spiel an. Ich zeige euch, was ihr dafür braucht und das ist gar nicht mal so dramatisch. Das Einzige, was ihr dafür wirklich braucht, ist ein Glibbergleiter, der hier schon durch die grüne Grütze kommt. Also ein bisschen aufgemotzt müsst ihr ihn bereits haben, aber das passiert relativ schnell im Spiel. Dann kommt ihr hier hin, seht rechts unten die Koordinaten, also Sektor 2G. Das ist in der Welt vom Baum des Lebens aus gesehen, hier ganz rechts unten, im Südosten und dann hier bei diesem Leuchtturm. Alles ist in Gefahr. Da müssen wir hin und da müssen wir erstmal rein. Von ewig entfernt. Sagt, du musst die Schalter aufeinander das komplizierte abstimmen. Rätsel wird erstmal schnell gelöst und dann geht's hoch zum Leuchtturm. Wow. Den Turm müssen wir erstmal erklimmen, dazu einfach hier hoch und immer an den gelben Dingern entlang und dann bis ganz nach oben zum Leuchtturm. Nein, nach oben, genau so. Und auch hier haben wir nochmal ein kleines Rätsel, das wir lösen müssen. Einen geheimen Ort. Sehr praktisch. Du hast die versteckte Höhle naja, da drüben Rätsel, in Anführungszeichen. Dadurch haben wir jetzt eine Höhle entdeckt und zu der werden wir jetzt gleich mal hinfahren. Ein Ritt auf einer Rakete. Also nichts Besonderes, einfach das Meer hier überqueren und dann geht's einfach die Wand hoch. Du musst dich konzentrieren. Und hier vorne in die Höhle rein. Hier haben wir noch einen kurzen kleinen Gegner, den wir noch besiegen müssen. Und das war's dann auch schon. Und das war's auch schon. Gnade, vielleicht. Dem Sieger gehört die Beute. Hier oben haben wir das Schwert, aber wir kommen noch nicht hin. Hier ist noch ein Schutzwall. Den müssen wir erstmal brechen. Das ist aber nichts Dramatisches. Dazu einfach einmal in der Reihenfolge mit den Türen interagieren. Und das Schild ist gebrochen und wir kommen an dieses wunderschöne ultimative Schwert. Traumhaft. So, 7 Sterne hat das Ganze aber noch nicht, deswegen werden wir das Ganze jetzt erstmal aufwerten. Und dazu müssen wir dann zum Domp-Außenposten, der ist im Sektor 4E, also genau hier, von der Höhle aus gesehen, dort reisen wir einfach hin und kaufen uns dann beim Händler ein paar Add-ons. Wunderbar, Nahkampfteile, Zusatzteile und da kaufen wir das Außenschrapnell. Und den Doppelkratzer. Also einfach zwei hochwertige Add-ons kaufen. Der Handel ist besiegelt. Und dann gehen wir in unsere Ausrüstung. Herstellen, Haupthand, modifizieren.
das Außenschrapnell dran gemacht, den Doppelkratzer dran gemacht und dann seht ihr schon, sind wir schon auf 7 Sterne. Herstellen. Und hier unten haben wir die Errungenschaft Starstruck freigeschaltet. So sieht das hübsche Teil aus. Wenn ihr noch hochwertigere Teile zum Anbauen habt, könnt ihr natürlich die genauso benutzen. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall die Sachen kaufen, die ihr dafür benötigt, ein 7-Sterne-Teil herzustellen. Und das ist eine wirklich schöne Waffe. Die macht auch noch Hitzeschaden, hat einen hohen Basisschaden und eine hohe Rüstungsdurchdringung. Also sehr, sehr geschmeidig. 9% kritische Trefferchance. Absolut eine schöne Waffe durch und durch. So, das war's aber auch schon für dieses kurze Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und euch informiert und euch gezeigt, wo ihr diese wunderschöne Waffe schon relativ früh im Spiel bekommen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks und Guides, so wie diesen hier rund um Biomutant bekommen wollt, dann bleibt doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert vor allem auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Von meiner Seite aus war es das für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.